Die Jungs hier heute bei mir zu Gast in der Landesschau sind, haben auch was mit den französischen Wahlen von gestern zu tun. Denn sie sind nicht nur zwei erfolgreiche Musiker aus Freiburg und Laar, sondern sie sind vor allen Dingen wirklich leidenschaftlich mit Frankreich verbunden. Zweierpasch, so heißt das Hip-Hop-Duo, und ihr Motto: zwei Stimmen, zwei Sprachen. Um die Themen Frieden und Freundschaft in Europa geht es in ihren Texten, vor allem aber um das Verhältnis von Deutschland und Frankreich. Und natürlich haben Zweierpasch auch den Ausgang der Wahlen in Frankreich gestern mitverfolgt. Jetzt sind sie bei uns in der Landesschau auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen euch. Die Bilder habt ihr gestern im Fernsehen wahrscheinlich auch gesehen. Ihr wart auch auf dieser Party, die wir gerade eben gesehen haben, in Freiburg. Was verbindet ihr mit dem gestrigen Tag für euch persönlich gefühlsmäßig, emotional? Ist das gut gelaufen aus eurer Sicht? Ja, das war auf jeden Fall schon ein gefühlter Schicksalstag, so eine schicksalhafte Entscheidung, die uns in unserem Lebensraum, unserem beruflichen Wirken, unserem privaten Wirken auf jeden Fall stark prägt. In dem Fall schönerweise im positiven Sinne. Wir haben sehr gehofft, dass wir zukünftig offene Grenzen haben und auch weiterhin in Straßburg, in Frankreich, in Euro zahlen können. Deswegen waren wir schon sehr erleichtert, dass es so ausgegangen ist, wie es am Ende sich auch gezeigt hat. Felix und Till, ihr seid Zwillinge, 33 Jahre jung. Das ist jetzt nicht unbedingt die Generation, die sich mit diesen Themen de Gaulle, Adenauer und so weiter auseinandersetzt. Warum aber gerade dieses Thema für euch? Warum ist es so wichtig? Frankreich hat uns schon in Schulzeiten begleitet. Wir haben länger in Frankreich gelebt, haben selbst festgestellt, was für ein Privileg es ist, über die Grenzen gehen zu können, sich auszutauschen, eine Sprache zu lernen, sie auch sprechen zu können, sich mit Menschen zu verständigen. Und wir finden, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich dafür einzusetzen, dass eben die Brücken schon geschlagen wurden, erhalten bleiben und vielleicht noch ausgebaut werden. Also Wir leben da im Grenzgebiet, in Katzensprung quasi zu Frankreich rüber, kriegen immer wieder mit, dass man so das Gefühl hat, von der Distanz aus, ja, gerade im Grenzgebiet, da sind alle zweisprachig, alle sind irgendwie total vernetzt, haben irgendwie Freunde auf beiden Seiten. Ist aber gar nicht so. Also wir finden, dass da noch ein guter Weg zu gehen ist. Also wir kriegen es auch in unmittelbarer Grenznähe mit, dass es eben immer noch irgendwie Vorbehalte gibt und nicht so viel Austausch, wie man sich erhofft. Und wir wollen dafür eben uns einsetzen musikalisch. Weil du die Grenznähe ansprichst. Ich bin hier gerade am Spicken. Ich habe es mir nämlich notiert. Gerade im Elsass, Front National, die Prozentzahlen habt ihr wahrscheinlich drauf. Ich glaube, um die 40%. Also gerade in dem Grenzgebiet ist, sag ich mal, die Europäisierung anscheinend noch nicht so weit fortgeschritten. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen, dass man ja so unmittelbar eigentlich miteinander lebt? Ja, das ist schon also für uns auch echt was, was wir so mit etwas Bestürzung wahrnehmen. Ja, dass quasi auch in dem Grenzgebiet, wo man eben den Austausch auch pflegt, nicht in allen Kreisen, aber in unseren Kreisen durchaus schon, ja, dass da doch auch im ersten Wahlgang Le Pen in beiden Departements im Grenzgebiet stärkste Kraft geworden ist. Ja, zum zweiten Wahlgang hat sich es ein bisschen noch gedreht, eben durch diesen Wahlmodus auch. Yeah. Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe für. Ich glaube, das ist auch so mit dem Feeling der Elsässer, dass sie durchaus auch etwas abgehängt sind vom Zentrum Paris. Mhm. Die Elsässer sind auch bekanntermaßen recht patriotisch. Ich glaube, da ist auch so eine so eine Europaöffnung auch für Elsässer, auch wenn es Grenzgebiet ist, nicht zwingend bei allen so der Wunsch, den sie haben. Mit eurer Musik wollt ihr ja insbesondere, das ist einfach auch die Musik der jungen Leute, die Kids, sage ich mal, und die Jugendlichen erreichen, mit aber Geschichtsthemen. Und das ist eigentlich so eine Sache, das spreizt irgendwie so ein bisschen. Wir gucken mal auf euer aktuelles Video drauf, Fahren auf Halbmast, und da geht es um ein Thema, das noch länger her ist eigentlich als der Zweite Weltkrieg und die Versöhnung danach. Gucken wir mal drauf, Flagge auf Halbmast, so heißt es richtig. Un parmi 138 qui tombe aux oubliettes. Flagge auf Halbmast, Flagge auf Halbmast. Für die Gefallenen, alle denen die Fallen ging. Drapeau en Bern, mettons tous les drapeaux en Bern. Pour tous les guerriers fiers, sésame qui s'enflamme. Flagge auf Halbmast, Flagge auf Halbmast. Für die Gefallenen, alle denen die Fallen ging. Drapeau en Bern, mettons tous les drapeaux en Bern. Pour tous les guerriers fiers, sésame qui s'enflamme. Ihr seid ja an einem ganz besonderen Ort. Da sind im Ersten Weltkrieg 30.000 französische und deutsche Soldaten gefallen. Wieso habt ihr euch dieses Thema ausgesucht? Wir haben diesen Ort entdeckt vor einer Weile und haben das Gefühl gehabt, dass da eben wirklich Geschichte erlebbar wird. Dass man da wirklich spürt, du läufst auf diesen Massengräbern und siehst wirklich einen Ort,
einen der wahrscheinlich in unserer Region grausamsten Orte überhaupt. Natürlich leben wir in Zeiten des Friedens, ein großes Geschenk. Man muss sich aber nur ein bisschen umschauen, ein bisschen weiter. Es gibt genügend Brandherde auf der Welt. Also es brodelt ja an vielen Ecken und Enden. Und wir finden, dass man ja, wirklich sich dafür einsetzen muss, dass eben Austausch besteht über die Grenzen hinweg. Auch jetzt die Konflikte zwischen Deutschland und Frankreich sind nicht so wahnsinnig lange her. Wir haben das auch mit unseren Großeltern noch erlebt. Und wir finden, dass man da auf jeden Fall sich für einsetzen muss und versuchen eben mit unseren Möglichkeiten Musik so ein paar Brücken zu schlagen, Möglichkeiten zu schaffen, sich zu treffen, sich auszutauschen. Weil das Beste, was du machen kannst für Frieden und Verständigung, ist gemeinsam an irgendwas zu arbeiten, kreativ. Wir machen das mit jungen Leuten in Hip-Hop-Workshops, zusammenzukommen, was auf die Beine zu stellen, ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Ist es so, dass wenn ihr die Hip-Hop-Workshops macht in Schulen oder bei Jugendgruppen oder so, wollen die mit euch irgendwie coole Beats machen oder kriegen die auch die Inhalte, die ihr transportieren wollt, mit und werden das vielleicht auch deren Inhalte? Oder geht es da nur wie, weiß ich nicht, die Ghetto-Musik aus Berlin um Drogen, um dicke Karren und um Girls und Boys und was weiß ich? Also es ist schon auf jeden Fall, nennen wir es eine Art Köder, dass wir eben ein Hip-Hop-Format anbieten, jetzt in Schulen oder in Kulturzentren, was eben junge Leute anspricht und was auch motivierend für die ist. Inhalte geben wir mal stärker mit rein, mal weniger stark. Ja, das hängt vom Setting ab. Aber ich glaube, dass so erstmal der Gedanke und so dieses in der Fremdsprache rappen mit Leuten aus dem Nachbarland gemeinsam zu rappen schon mal eine wichtige Botschaft ist, die man so aufnimmt, ja, dann musst du gar nicht noch zwingend inhaltlich ganz konkret jetzt über Geschichte oder deutsch-türkische Freundschaft rappen. Das ist dann quasi so immer mit dabei und ich glaube sowas, gerade weil es eben ein schöner Moment ist, der oftmals gut gefällt, prägt schon, bleibt auch hängen, trägt sich weiter. Aber genau das machen wir ja eigentlich. Also wir rappen mit den jungen Leuten, die sagen sich erstmal, oh cool, wir machen Hip-Hop, denken vielleicht auch eher an, ja so, klischeemäßige Musik, die man so kennt. Und dann kriegen wir sie eben über die Musik an politische oder geschichtliche Themen auch ran. Und wir merken dann doch, dass dann auch eine Offenheit da ist. Wir haben zu Bundestagswahlprogrammen von Parteien mit Schülern aus schwierigen Verhältnissen gerappt. Es ist ja oft so, dass dann eben doch irgendwo Bezugspunkte bestehen, es Sachen gibt, die interessieren. Und du musst sie aber erstmal an den Tisch kriegen oder irgendwie ins Studio und auf eine Bühne oder vor ein Mikrofon, ja, und dann kannst du irgendwie auch an Inhalte gehen und das funktioniert gut. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es eben funktionieren kann, liebe Lehrerinnen und Lehrer im Land. Ladet die beiden ein, Zweierpasch. Normalerweise natürlich als Fast-Profis, ihr habt noch andere Jobs, aber als Fast-Profis unterwegs. Ihr gebt große Konzerte, wünsche viel Erfolg weiterhin. Vor allen Dingen, dass es in der Verbindung mit den Kindern und Jugendlichen so gut weiter funktioniert, deutsch-französisch wie bisher. Vielen Dank für den Besuch in der Landesschau bei uns. Und